Moritz bleibt treu und Lukas Grigorowicz kann man sehen als kiffende Pizzaverkäufer in der deutschen Kultkomödie Lambok, alles in Han dabei. Was ist eigentlich Lambok? Ein Verein für junge Männer? Vielleicht wäre Mehmet Scholl nicht der einzige Mann, dem du einblasen würdest. Eine neue Verführungstechnik. Jenny hat auch so ihre Vorteile. Die da wären? Sex. Eine Restaurantkette? Also die Kunden bestellen telefonisch und wir liefern frei Haus. Haschisch, Marihuana, Rollen, Bioskunk. Ein Unkraut? Alles wächst und gedeiht, gutes Versteck, trotzdem viel Sonne. Ungeziefer? Blattläuse, Mann, hier sind überall Blattläuse! Vielleicht kann ich euch helfen. Ich baue selber an, wisst ihr? Was denn anbauen? Oder kann man Lambok etwa rauchen? Ich bin schwarz-weiß. Was bist du? Ja, 00. Kickt mitunter sogar zeitverzögert. Ich dachte, ihr habt auch Pflanzen drin mit einer Höhensonne. Ey Mann, wir sprechen hier nicht von zwei Pflanzen im Badezimmer oder so. Für unsere Plantage, da brauchst du keine Höhensonne, da brauchst du eine ganze Galaxis. Also legen Sie doch ein, weil ich gebe den Fangschuss. Könnt ihr nur eben den Kofferraum aufmachen? Reine Routine. Tja, ich kann Ihnen eigentlich auch gleich sagen, was Sie da drin finden werden. 2 Leichen und 3 Kilo Rauschgift. Kaum beschließe ich ihn nicht mehr zu betrügen, dann tappe ich ihn beim Fremdgehen. Zum Staubsauger. Die Frage nach Ihren sexuellen Gewohnheiten kann ich mir dann ja wohl sparen. Lukas Grigorowicz. Stefan. Moritz bleibt treu. Ich will verlieren. Ist ein Rauchen? Schön 0-0. Lambok. Okay. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Lambok ist aus dem Jahr 2001, ist ab 16 Jahren freigegeben, geht 89 Minuten, ist eine deutsche Komödie und erzählt die Geschichte von Kai und Stefan, gespielt von Moritz und Lukas Grigorowicz. Und diese beiden sind in einer Pizzeria angestellt, die beide führen eine Pizzeria. Und diese Pizzen haben etwas Besonderes an sich, denn in der Mitte ist immer ein kleines Salamischeibchen, unter dem Cannabis ist. Sie verticken Cannabis, rauchen auch sehr gerne ganz selber Joints, bauen im Wald irgendwie Cannabis an. Doch eines Tages wird diese Pflanzen von Läusen befallen, von Blattläusen. Und nun müssen sie irgendwie gucken, dass sie diese Blattläuse wegkriegen. Dadurch lassen sie sich mit einem Achim ein, gespielt von Julius Weigand. Er ratet ihnen mit ein paar Tierchen, diese zu bekämpfen. Doch was sie nicht wissen, ist, dass er Polizist ist. Genau gesagt bei der Drogenkommission, bei der Drogenpolizei. Und er hat es auf die abgesehen. Und irgendwann verstrickt sich das in unfassbar idiotischen Momenten, wo man sagen muss, Lambok ist eine der besseren deutschen Komödien geworden. Er ist zwar unter der Gürtellinie, sehr, sehr oft unter der Gürtellinie, aber so stumm, so strunzdumm lustig. Und das macht Spaß, diesen Stefan und dem Kai zuzusehen, wie sie dieses Zeug verticken und mit ihrer Pizza und das einfach nicht funktionieren will, alles, was sie versuchen. Und einfach mal in dem Film das Cannabis runterspülen oder so Menschen sieht, wie sie sich mit einem Staubsauger befriedigen, ist das schon ziemlich an der Grenze des Geschmackvollen. Und das macht richtig Lust auf mehr. Der Film ist richtig lustig erzählt. Diese 89 Minuten sind unfassbar schnell weg. Und die Charaktere, die in dem Film sind, und unter anderem auch noch ein wundervoller Antoine Mojone Jr., ein Wotan Wilke-Möhring und viele, viele mehr, Alexandra Nelt auch noch mit dabei, sind das Charaktere, die schließt man ins Herz. Die sind zwar total dämlich, aber so sympathisch dämlich, dass man ihnen diese 89 Minuten wunderbar gerne zusieht. Man kauft es ihnen ab, der Film ist schön gespielt, er hat kaum Längen. Das Einzige, was ich wirklich ein bisschen an dem Film zu kritisieren habe, ist, dass man merkt, er ist ziemlich deutsch. Deutsche Filme hauen immer ziemlich über die Stränge mit seinem Fäkalhumor und das macht Lambok auch. Manchmal ist auch gut in dem Film, da ist es ein bisschen zu over the top, vor allem wo es gegen Ende immer darüber geredet wird, wer wem am liebsten einblasen würde, ist das schon ein bisschen an der Grenze des Geschmackvollen.
Und so plätschert Lambok vor sich hin. Lustig, richtig lustig. Ein bisschen gegen Ende nicht mehr so lustig, weil es sich ausgenutzt hat. Aber Lambok macht mir immer noch Spaß, kann ich mir immer wieder ansehen. Muss ich sagen, dass er als deutsche Komödie, weil da ist er echt gut, 7 von 10 möglichen Punkten kriegt. Und insgesamt gebe ich ihm auch die Punktzahl. Als Komödie hätte er sogar noch besser gekonnt, wenn er jetzt auch noch ein bisschen mehr intellektuellen Humor gebracht hätte, als die ganze Zeit diesen Pipi-Kaka-Humor. Aber ich mag den Humor. Und deswegen muss ich sagen, habt ihr Lambok schon gesehen? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den so findet. Ich sage erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.